Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Für mich ist diese Evangeliumsstelle heute so ein bisschen ein Rückblick auf den Karfreitag und auf das Kreuz. Und ich denke, es steckt allein in diesem ersten Satz, in diesem ersten Vers, schon ganz viel drin, was mit unserem Glauben zu tun hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Am Karfreitag ist mir heuer so sehr bewusst geworden, dass es ganz schwer ist, auszuhalten, dass ich Fehler gemacht habe. Und das Fehlermachen ist etwas, wo ich mir immer wieder denke, das ist menschlich, also das macht jeder und jede von uns. Und das vor das Kreuz zu bringen und einzusehen und dann auch auszuhalten, ist gar nicht so einfach. Und es kommt da eben auch sehr gut raus, dass die Menschen böse Taten tun. Und für mich ist dann ein Schlüsselbegriff die Liebe, weil ich mir denke, Jesus hat uns alle geliebt und es hat ihm auch wehgetan zu sehen, dass wir andere Wege gehen, dass wir nicht mit ihm gehen wollen und dass wir manchmal eben Fehler machen. Und das hat er dann mit aufs Kreuz genommen. Er hat uns also so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und dann denke ich mir, Gott ist auch ein Gott, der die Menschen in Freiheit gehen lässt. Deswegen heißt es hier, jeder, der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Also, wenn ich nicht umkehren möchte, wenn ich nicht mit ihm gehen möchte, nichts mit ihm zu tun haben möchte, dann wird er mich auch in Freiheit gehen lassen und mich das tun lassen, was ich möchte, auch wenn es für ihn vielleicht schmerzlich ist, weil er uns eben in Liebe gehen lässt. Und in all diesem Bewusstsein von den Schmerzen und von den Fehlern, die ich gemacht habe, bin ich dann draufgekommen, aber er hat uns eben trotzdem lieb und er möchte trotzdem immer bei uns sein. Und das habe ich dann so ein bisschen mit dem Ostersonntag, mit der Auferstehung verbunden und mir gedacht, vielleicht ist er auch deswegen auferstanden, weil er eben mit uns sein möchte und mit uns gehen möchte, weil er uns
lieb hat.